letzter Zeit gab es kein neues Video auf diesem Kanal. Und das liegt nicht daran, dass ich irgendwie Lust an YouTube verloren habe oder mir auch nichts eingefallen ist, sondern das hat ein bisschen anderen Grund. Und über den möchte ich in diesem Video mal sprechen. Ich möchte euch ein allgemeines Live-Update geben, wo ich gerade so stehe und auch was in Zukunft jetzt bei mir ansteht, wann, wie, wo ich meinen Master mache. Das klären wir einfach alles mal in diesem Video, sodass ihr einfach mal ein bisschen abgeholt seid und es in Zukunft hier hoffentlich wieder regelmäßig weitergehen kann. Also, euer letzter Stand ist, glaube ich, dass das jetzt hier mein letztes Bachelorsemester meines Psychologiestudiums ist, dass ich meine Bachelorarbeit abgeben wollte und dann meinen Master machen wollte. Ich kann schon mal so viel spoilern, es ist alles ein bisschen anders gekommen als eigentlich gedacht. Anfang des Semesters bin ich in einen Urlaub gefahren. Sollte nochmal so eine kleine Entspannung werden von meinem letzten Semester. Ich hatte mich auch übrigens total darauf gefreut, einfach weil ich mein Bachelor-Thema total cool finde. Und generell halt natürlich im letzten Semester auch irgendwie nicht mehr so viel ansteht, man nicht mehr ganz so viel Stress hat wie vielleicht sonst. Zumindest ist es bei mir so, was zum Beispiel Klausuren, Abgaben und so weiter angeht. Genau, deswegen habe ich Urlaub gemacht. Mich auch nochmal ein bisschen erholt von der vorherigen Klausuren. Phase. In dem Urlaub habe ich mir auf jeden Fall eine kleine Wunde am Fuß zugezogen. Ich sage jetzt gerade noch klein, das Ganze wurde dann später noch sehr viel größer, aber dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall war das am Anfang erstmal nur eine kleine Wunde, ich habe mir da noch nicht so viel bei gedacht. Urlaub genossen, bin dann nach Hause gekommen, habe festgestellt, dass mein Fuß schon die ganze Zeit auch immer irgendwie so ein bisschen schmerzt und wehtut. Aber war für mich jetzt noch kein Grund, irgendwie zum Arzt zu gehen, einfach weil ja, es mir dafür einfach zu klein vorkam. Das Ganze hat sich dann irgendwie über Wochen gezogen. Die Wunde ist irgendwie nicht wirklich zugegangen. Ich habe die natürlich in meinem Ermessen immer verarztet. Also ich bin einfach so damit rumgelaufen. Aber die Wunde ist nicht zugegangen. Und es schmerzt auch irgendwie immer mehr. Und ich habe aber irgendwie mal noch nicht gesehen, dass ich damit mal zum Arzt gehen sollte. Einfach weil es von der Größe der Wunde halt einfach immer noch sehr klein war. Ich konnte mir zwar jetzt nicht wirklich ganz erklären, warum es nicht zugeht. Aber ich dachte mir, hey, ich laufe immer drauf rum. Ich mache so viel Sport. Es wird irgendwelche Gründe haben. Bis ich dann eines Morgens irgendwann mal aufgestanden bin und mein gesamtes Bein halt einfach geschmerzt hat. Und das waren wirklich Schmerzen, die ich davor noch nie hatte. Also mein ganzes Bein hat gekrampft. Es waren Stellen auch irgendwie taub und hat sich super, super seltsam angefühlt. Und ich habe an dem Tag dann entschieden, dass ich besser nicht zur Uni fahren sollte, sondern vielleicht lieber mal zum Arzt. Und der hat mich dann direkt in die Notaufnahme geschickt, denn ich hatte eine beginnende Blutvergiftung. Von der kleinen Wunde am Fuß. Wusste ich vorher auch nicht, dass Blutvergiftungen aus so verhältnismäßig kleinen Wunden entstehen können. Aber war so. Ich musste mich dann erstmal für eine Woche erholen. Ich war im Krankenhaus, habe Antibiotika bekommen, Bettruhe, hatte auch das volle Programm, also auch Kreislaufprobleme. Mir war schlecht, ich hatte Fieber. Also es ging richtig ab und ich war die ganze Zeit irgendwie super verblüfft davon, dass das halt alles von dieser Wunde kommen soll und habe das auch irgendwie nicht so wirklich geglaubt. Aber ja, mir ging es nicht besonders gut in dieser Woche. Nach ungefähr einer Woche ging es dann langsam wieder bergauf. Also die Kreislaufprobleme haben abgenommen, ich konnte langsam so wieder so meinem normalen Alltag nachgehen, hatte immer noch Schmerzen im Bein und auch im Fuß, aber es wurde halt auch langsam so ein bisschen besser. Und dann dachte ich mir so, hey, ich bin über Berg. 3 Wochen danach bin ich wieder eines Morgens aufgewacht und ich hatte wieder Schmerzen im Bein und ich hatte wieder Schmerzen im Fuß und ich hatte auch schon wieder irgendwo Fieber. Ich bin also wieder zum Arzt gegangen und mir wurde wieder bestätigt, dass es wieder eine Entzündung ist. Diesmal war es, glaube ich, keine beginnende Blutvergiftung, aber es war auf jeden Fall eine starke Entzündung. Ich musste wieder starke Antibiotika nehmen, sollte mich wieder in mein Bett begeben und dort erstmal ein paar Tage verharren, bis es weg ist. Daraufhin habe ich dann eben entschieden, zu einem Spezialisten zu gehen, damit jemand sich jetzt einfach wirklich mal die Wunde anschaut und einfach wirklich die Ursache bekämpft und es mir einfach dauerhaft besser geht. Diesen Spezialisten habe ich gefunden und er hat eben festgestellt, dass die Wunde sehr viel größer ist als ursprünglich gedacht und als ursprünglich auch gesehen wurde. Also sie geht sehr viel tiefer in den Fuß eigentlich herein. Und der zweite Punkt ist eben, dass diese Wunde auch hauptsächlich entstanden ist wegen einer Fehlformation, die ich schon seit meinem 7. Lebensjahr habe. Die hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang immer schon so ein bisschen eingeschränkt. Ich ertrage, seit ich 7 Jahre alt bin, Einlagen in meinen Schuhen, habe Probleme mit dem Gehen. Das sieht man auch, wenn man mich mal irgendwo auf der Straße sieht. Habe zum Beispiel früher Handball gespielt, das musste ich aufgeben, weil ich ständig umgeknickt bin. Und auch sonst noch so ein paar andere Punkte,
Allgemein kann ich auf jeden Fall sagen, dass mir die letzten Jahre ganz gut damit ging. Also ich konnte trotzdem ins Fitnessstudio gehen, ich konnte trotzdem spazieren gehen. Mir ging es trotzdem auch körperlich ganz gut. Aber das hat mir so ein bisschen jetzt in den Hintern gebissen, weil dadurch eben dann ja anscheinend seit Monaten sich einfach super viel Druck unter meinem Fuß gebildet hatte und das jetzt infolge dieser Wunde halt einfach komplett zum Ausbruch gekommen ist. Wir haben dann erstmal versucht, die Wunde ganz normal zu behandeln, das irgendwie zu versorgen. Ich bin jeden Tag zum Wundwechsel gefahren. Es hat auch nochmal einiges an Zeit in Anspruch genommen. Und ja, die Hoffnung war da. Sie wurde nicht erfüllt. Die Wunde ist nicht zugegangen. Ich habe nach wie vor diese Wunde am Fuß. Sie ist jetzt nochmal sehr viel größer geworden, weil die Wunde, damit sie richtig heilen kann, auch immer größer gebohrt wurde, damit halt man wirklich einen Blick darauf hat. Und TMI für all diejenigen, die das vielleicht zu viel finden. Ich habe aktuell buchstäblich ein Loch in meinem Fuß. Was ich irgendwie immer noch nicht wirklich glauben kann, wenn ich bedenke, wie das eigentlich mal relativ harmlos angefangen ist. Entsprechend habe ich seit Wochen bzw. jetzt seit Monaten mit dieser Sache zu tun. Immer auch wieder Entzündungen drin gehabt, immer auch wieder mit Kreislaufproblemen. Ich lag zum Beispiel jetzt letztes Wochenende eigentlich nur im Bett und konnte auch nicht wirklich aufstehen, weil ich zum Beispiel so hohes Fieber hatte. Weil ich auch nicht wirklich gehen konnte, weil ich einfach solche Schmerzen hatte. Es wird dann kurzfristig immer mal wieder besser. Heute ist zum Beispiel ein Tag, an dem es mir einigermaßen gut geht. Aber es kann morgen halt schon wieder anders sein. Und mir wurde sehr, sehr stark ans Herz gelegt, dass ich meinen gesamten Fuß einfach mal operieren und richtig stellen lasse. Das ist etwas, was mir vor Jahren schon mal empfohlen wurde. Aufgrund dieser Fehlstellung, von der ich eben erzählt habe, was ich eigentlich immer aber aufgeschoben habe, weil man kennt es, man denkt sich, man kommt auch irgendwie so durchs Leben und man möchte sich irgendwie auch nicht die Zeit dafür freischaufeln, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und es gab irgendwie immer was anderes in meinem Leben. Es gab halt erst mein Abi und dann gab es die Zeit nach meinem Abi, die ich genießen wollte und dann gab es mein Studium, was ich machen wollte und dann die Studiumszeit an sich, von der ich natürlich auch nichts wegnehmen wollte. Und jetzt aktuell habe ich das Gefühl, stoße ich langsam an eine Grenze, an der ich einfach meine Gesundheit priorisieren muss, weil es einfach nicht mehr so weitergeht, wie es aktuell gerade läuft. Das ist auch einer der Gründe, warum beispielsweise in den letzten Monaten so unregelmäßig Content von mir kam, sowohl hier auf YouTube als auch auf Instagram und anderen Plattformen, einfach nur, weil es immer wieder Tage gab, an denen es mir gut ging und da hatte ich auch Lust, was zu produzieren. An den Tagen habe ich mich auch bereit gefühlt, zum Beispiel was für die Uni zu machen. Aber es gab einfach auch sehr, 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 sehr viele Tage in den letzten Monaten, wo ich einfach zu absolut nichts in der Lage war. Entsprechend habe ich entschieden, dass es das Beste ist, wenn ich tatsächlich meine Gesundheit jetzt einfach mal an allererste Stelle stelle, mich dieser OP unterziehe, auch wenn das bedeutet, dass ich wahrscheinlich wochenlang im Bett liegen werde, im Krankenhaus sein werde, eine wahrscheinlich relativ lange Regenerationszeit habe, die einfach in meinem Leben natürlich so nicht vorgeplant war, die ich auch nicht so hübsch in meinem Lebenslauf finde. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn man auf Dauer immer wieder seine Gesundheit ignoriert und andere Dinge immer wichtiger sind, weil ich glaube, in meinem Beispiel merkt man es ganz gut. Meistens kommt das und beißt einen in den Hintern irgendwann mal. Genau, deswegen ist das jetzt aktuell der Plan. Ich werde diese OP machen. Ich weiß noch nicht genau, wann sie stattfindet. Es wird aktuell ein bisschen geplant. Es muss sich nochmal genauer angeschaut werden. Ich muss dafür auch nochmal in einige Spezialkliniken fahren. Ich werde nach wie vor dieses Semester meinen Bachelor abschließen. Dazu kommen, by the way, auch noch einige Vlogs von den Tagen, an denen ich mitgefilmt habe. Und ich habe jetzt auch noch ein paar Sachen für den Bachelor zu tun. Das heißt, da kann ich euch gerne noch mitnehmen. Und ansonsten habe ich tatsächlich mittlerweile über die Möglichkeit eines Fernstudiums nachgedacht. Einfach weil mir das die Möglichkeit geben würde, eben auch vom Bett oder von wo auch immer ich dort sitze, wenn ich vielleicht nicht so gut gehen kann, weiter zu studieren. Einfach weil ich schon glaube, dass mir es fehlen würde, jetzt für ein Jahr komplett gar nichts zu lernen und gar nicht weiterzukommen. Und ich glaube auch, dass mir das gut tun würde, meine Zeit irgendwo in der Form zu füllen. Das heißt, wenn ihr Erfahrung habt mit Fernstudien, vielleicht auch gerade im Bereich Psychologie, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das ist auf jeden Fall mein Update. Ihr habt immer gefragt, wie sieht's aus, wann und wie und wo machst du deinen Master.
Ich werde auf jeden Fall dieses Jahr keinen Präsenzmaster anfangen. Ja, und das ist mein Update. Habe ich mir alles ein bisschen anders vorgestellt, aber ja, manchmal spielt das Leben ein bisschen anders, als man sich das erhofft. Das war es auch schon beim Live-Update. Ich wollte es nicht allzu lange halten, nur um euch einfach mal abzuholen, weil ich weiß, dass ich in den letzten Monaten immer sehr unregelmäßig da war und dann wieder weg war und da war und weg war und ich hoffe, das erklärt das jetzt ein bisschen. Wir sehen uns als nächstes in den Vlogs. In alter Frische. Und ich hoffe, euch geht es gut. Passt auf euch auf.